zusammen, ich bin der Carlos Pereira von Jugendkultur Offenhalle. Wir sind jetzt gerade da, das Projekt am Präsentieren, wo «Bist du, was du isst?» heisst. Und wir hoffen, dass wir gewinnen. Wieder im Wettbewerb. Das Mal gehen wir nach Zürich abfolgen zu der Jugendarbeit Offenhalle. Jugendkultur, Entschuldigung. Ich muss gerade kurz meine Zürichkeit unter Beweis stellen. Ich glaube, Affoltern, das ist so Kreis 6 oder 7. Kreis 11. Gut, ihr seht, ich komme aus Aargau. Auf jeden Fall, es geht bei Ihrem Projekt ums Essen. Sie haben, soviel ich weiß, ein eigenes Kochbuch zusammengestellt. Aber nicht irgendeine Kopie vom Tipptopf, sondern ein Kochbuch, das ziemlich lebendig ist, mit Geschichte und Kultur dahinter. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus aus Zürich Affoltern. Ich bin der Mehmet Moragun, bin 16 Jahre alt, komme aus Werdenswil und habe im Sommer eine Lehre als Koch begonnen. Mein Name ist Jotis, ich bin Schülerin am italienisch-schweizerischen Kunstgymnasium Liceo Artistico. Ich bin Laura Eichenberger und ich gehe in die Berufsschule ABZ in Zürich und ich mache eine Lehre als Köchin. Ich bin Marina, ich gehe in die erste Oberstufe im Schulleiterhalten. Wir werden jetzt ein paar Kostproben, das sind Nattasch verteilen. Sie sind von Carlos Pereiras Familie, haben ein Rezept bekommen. Ich verwende dich so aus der ganzen Stadt Zürich mitgemacht, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen. Es hieß, wir machen ein Kochbuch und suchen Rezepte mit Geschichten. Sprich, mit Verwandten und Freunden fragt deine Oma nach ihrem Geheimrezept, was du als kleines Kind am liebsten gegessen hast oder was es am Sonntag zum Abendessen gab. Dazu mach Bilder von deiner Familie oder Küche, beschwöre in alten Fotoalben oder auf dem Dachboden oder in geheimen Rezeptkisten an. Kurz, wir wollen wissen, wo du und deine Familie herkommst, welches Gericht in eurer Familie eine Bedeutung hat und was deine persönliche Geschichte damit ist. Dabei hieß es, fragen, forschen, austauschen, sammeln und weitergeben. Wir haben viele leckere Gerichte zusammengekocht, mit Freunden oder Unbekannten. Wir lernten voneinander und konnten profitieren. Es gab einen Workshop im Restaurant Viaducs, bei dem wir eine leckere asiatische Hühnersuppe zubereiteten, selber Falafel kochten und Brownies backten. Es gab auch Gestaltungsworkshops, die uns die richtige Bedienung einer Profikamera erläuterten, sowie die Regulation mit der Beleuchtung und der Inszenierung. Die Dekoration der Gerichte wurde uns frei überlassen. Es heißt ja, viele Köche verderben den Brei. Bei uns war das genau andersrum. Jeder hat zwar sein eigenes Gericht gekocht, aber man konnte immer von allem probieren und Tipps und Tricks erfahren, die schon die Großmutter verwendet hat. Und am Schluss haben wir immer noch auch das Essen fotografiert. Zudem hatten wir einige Grafikworkshops mit einer Grafikerin, Angela Kuratli. Mit ihr haben wir so die Grundlagen von Layouting gelernt, wie was gut aussieht, was man verwenden kann. Und nun haben wir eine Sammlung von 50 Rezepten und die sind wirklich alle sehr schön geworden. Das ist ein bunter Abriss von Rezepten und Geschichten aus aller Welt. Das Kochbuch besteht nicht nur aus Rezepten, sondern auch um Gedanken rund ums Essen, was Jugendliche denken über den Fleischkonsum, über Magersucht, über verschiedene Kosten, Vegetarier, Veganer, Ovo-Veganer. Also es wird dort alles beschrieben und es hat uns wirklich allen sehr Spaß gemacht, einen Teil des Kochbuches zu sein. Wir lernten neue Kulturen kennen, anders kochen. Und wir schlossen auch neue Freundschaften, wo jetzt auch immer noch Bestandteil sind. Ich persönlich werde diese Zeit sehr vermissen, wo wir immer jeden Sonntag zusammensaßen, zusammen gestalten haben, gekocht haben. Es war wirklich immer sehr lustig. Ja.
Das war unser Vortrag. Das ist noch eine Arbeit, die Greenbox mit dem Strand da hinein und so. Ja, komm, machen wir. Hey, Digga! Oh, ich muss zurück. Wir haben Kochrezept gesehen und wir haben das Grenzlicht in Zeugsach gesehen. Am Schluss gibt es leider auch wieder nur einen Gewinner und der Gewinner hat die Jury beschlossen. Ich aus Zürich Altstädte. Bist du, was du isst? Yeah. Neben dem Preisgeld von 2000 Franken. Außerdem ein Abend lang mit einem 5-Sterne-Koch, der euch mit Küchentricks zeigen wird. Ich denke, das ist ein guter Applaus. Schnell. Ich schaue die Kamera.